mehrere Tage mit zunehmender Unwohlsanspannung zugebracht. Mit dem nicht ekphorieren der ständig vor Augen gehaltenen Vorgänge, bei denen sekundär das bewusste Bewusstsein entsteht als zurückschreckendes und primär das Leben generiert wird und wieder ausgelöscht wird, als jene völlig unbewussten Vorgänge an den untersten Akren, unsichtbar für das eigene Auge, die nur über die sekundären Wirkungen und Effekte erfahrbar sind und praktisch nie dem eigenen Wesen ansichtig werden sollen, aber vor allem ausgehend von dieser Aphanesis, von dieser in den Boden Versinkensangst, dass man von Anfang an einer Hoffnung erlegen war. Man hatte da nie eine Chance, dass sich dasjenige verwirklichte, was man sich phantasmierte und was dem aristophaneschen Liebesmarketingversprechen entspricht. Wenn du dasjenige verlierst, das der Beginn deines eigenen Universums war, wirst du Ersatz dafür finden. Die passende Ergänzungshalbkügel, Halbkugel, der man auch das Fell vorher über die Ohren gezogen hat, damit sich da der erste Trieb, das erste Triebobjekt wiederfinde, die Gurte Haut, Haut an der Haut, als das Glückseligste nach dem ersten der Wärme in der im wohltemperierten Urozean mit Ausschließlichkeitsvollversorgung. Man hatte nie eine Chance, dass sich das ereignete, denn es verhält sich völlig anders. Das war nicht wie in dem Traum ein diese Matrix, dieser Ort, an denen sich die elastisch-plastische Weichfleischlichkeit und gleichzeitig zähe Untangierbarkeit und Unzerstörbarkeit wie ein, wie haben wir gesagt, wie ein eines jener Wackelpuddings an Gelatineblöcken, die dazu hergenommen werden, um Kugeln, Pfeile und andere spitzen Speere des Amors messen zu können über ihre Eindringtiefe, ohne dass der Gelatineblock jemals zerstört wird oder durchdrungen wird. Diese Matrix, dieser weichfleischliche Wackelpudding, der einige doppelte oder eine gedreifachte Doppelmembran Innenlabyrinthstruktur ist, ein Weihgefäß der Eumeniden, eine Amphorenhöhle der Artemis, das innerste gelobte Land des Allerheiligtums des innersten Adytons oder Abatons, hinter dessen Höhlenwänden dann noch ein weiteres Enigma der euch herunter des Gehirns der Matrix, die diese Oktopusstruktur steuert.
Aber das ist eben nicht so wie in diesem Traum eine starre Kopplung zwischen zwei Zügen, zwischen zwei Zugwaggons oder eines flott und hoffnungsvoll ewig miteinander verschmolzenen oder verbundenen Triebwagens, Treibwagens des einzigen wiedergefundenen adäquaten Zugs, der in den Bahnhof der Glückseligkeit einfährt. Wie heißt es in so einem tumpen Film? Mein Arsch, das Leben meines Arsches ist kein Busbahnhof, aber ein Bahnhof oder eine Lokomotivenhalle mit schwelendem Dampf ausgefüllt. Das ist das Beispiel des kleinen Dicks. Das ist es eben nicht, obwohl dieses erste Phantasma ein zentrales Verführungs-, Attrahierungs-, Anziehungsmerkmal darstellt, der unschuldigen Liebe zwischen Daphnis und Chloe, die noch nicht wissen, woraus was das Sache ist, der verliebten schwärmerischen Sternenaugen der Nike, indem sie ihr Spiegelbild im tiefen Gewässer des anderen, dem anderen Sternenauge, in dem sich das eigene Auge spiegelt, widersucht. Und nicht so wie der Wasservogel, der den Tautropfen anblickt, in dem sich der Mond spiegelt und das Bild dieses eigenen anglotzenden Auges. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist also keine verschweißte oder verlötete oder wenigstens starr verkoppelte Kupplung, Kopplung, Verbindung, Zugverbindung zwischen zwei Triebwägen, sondern es handelt sich um etwas völlig, völlig anderes bei dieser Matrix, die, wie wir schon in früheren Videos genau erklärt hat, nach diesen kurzzeitigen Begegnungsumarmungen, diesen exozytotischen und enzozytotischen Exerzitien des Eindringens des Hektokotylus in die immer weicher und immer warmere und immer weiter werdendere, sich anpassende Muskelmasse dass da halt keine Verbindung, keine Rückforderungsansprüche, keine seelischen Beherrschungsmöglichkeiten, keine Beeinflussungsmöglichkeiten, kein Attrahierungszug eines alles beherrschenden seelischen Loyalitätsverhältnisses daraus resultieren, die andere dazu zu bringen, wenn man sie genügend, wenn man ihr diese Dienstreichungen und Erweisungen und Sie wissen schon, dieses Vieh, gar Vieh, diese einschlägigen Begriffe ausreichend ausdauernd verschafft, bis der Regen herniedergeht, dass sie aus Dankbarkeit oder aus Suggestion oder aus Blendung oder Hypnotisiertheit oder Vexiertheit oder Bezaubertheit dann dem eigenen Projektziel folgen würde und Händchen haltend bis zum Tode den gleichen Weg dieser Erkenntnisausziehungen zu gehen. Nein, ganz im Gegenteil, sind diese Vorgänge immer so, dass, wie in dem Roman es heißt, nur weil man ein bisschen in der Kermanete herumgebalgt ist und ein paar
Geschlechtungsgeschlachtsgefechte sich auf den ihnen verlegten Schlachtfeldern des Liebeskrieges geliefert hatte, mit vergnüglicher Erquickung, bedeutet das ja noch gar nicht, dass man einander schon vorgestellt worden sei und bekannt gemacht. Das masochistische Transferierungsprozess muss, weil es die Primordialität des Produktergebnisses der Drittveränderungsimperative vor allem stellt, sicherstellen, dass die Autochtonheit, dass die Souveränitätstotalitarität am Ende all dieser kurzzeitigen Durchtunnelungsvorgänge als einziger Verbindungskanal zwischen zwei autochthon, autopoetisch abgeschlossenen, nie sich erreichenden, nie etwas übermitteln könnenden Wesen wiederhergestellt wird. Und zwar umso mehr, als das sich verletzen lassen müssende, das Aufnehmende, das in sich etwas Parasitisches implantieren machen müssen, die Wesen umso absolut souveräner, reintegrativ wiederhergestellt werden muss, geheilt werden muss, in seiner Abgeschlossenheit alle Mittel erhält, das Werk des Gießens der Glocke. Heute muss die Glocke werden, Frischgesellen sei zur Hand. Rinnen muss der Schweiß, soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von unten. Muss also, um das Werk zu vollenden, diese Höllen durch Tunnelungsritte und Unterwerfungsvorgänge am Ende gegenkompensatorisch immer in Himmel hoch jauchzenden Triumph von Jubilation enden. Nicht in Erniedrigung, sondern in Erquickung, nicht in Beschmutzung, sondern in Gereinigtheit, in Erneuerung, in Anfrischung. Denn darum geht es schließlich bei dem Vorgang, und deshalb wird man in diesen Vorgängen bereits während der Aktion in eine Art Trance feststellen bei den je so anderen. Jetzt ist wieder